Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Der Monat ist um und was passiert da immer? Genau, ihr könnt es ja lesen. Aufgebraucht und aussortiert Video. Ich muss mal wieder meinen Spiegel hier hinstellen. Nämlich bei den Lippenstift muss man immer mal gucken, ob man nicht irgendwie seine Zähne bemalt hat. Genau, ja, wer kann es gebrauchen? Ist natürlich auch wieder dabei. 5 Produkte und jo, wir fangen mal jetzt sofort an, ne? Also da einiges zusammengekommen. Ich habe hier mein Säckelchen, wo Plastik reinkommt und der Rest wird dann halt, ja, kommt dahin, wo er hin muss, ne? Ja, mein Sack ist wieder voll, Leute. Ich packe ja wirklich alles rein, was ich aufgebraucht habe. Also ich mache nicht nur Make-up oder Pflege, sondern auch was zum Haushalt gehört, weil ich glaube, dass auch sehr interessant ist, ob Haushaltsreiniger überhaupt so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und ich denke, da wird sich einige Leute sind daran interessiert und auch zu gucken, ob ja, soll ich es kaufen oder eher nicht, ne? Jo, und da fangen wir jetzt einfach mal an. Aber das muss ja auch immer jeder selber entscheiden, was er zeigt, finde ich, ne? Der eine zeigt nur Make-up und der eine zeigt nur Pflege und ja, ich bin halt so die Tante, die alles zeigt, egal. So, und wir fangen nämlich jetzt hier an. Von W5 das Spülmittel, Zitronenfrische, ist leer gegangen, ist sehr gut. Vom Geruch her, ist von Lidl, Eigenmarke. Vom Geruch her finde ich das sehr gut und von der Wirkung her. Also, und hält lange, ja. Und ich finde, 1 Liter, also da kannst du nichts verkehrt machen, ne, dazu kaufen. Dann, ja, mein geliebtes Softlan, mein Weichspüler, pflanzenbasierter Weichspüler, zweites Leben recycelte Jasminblüten ist leer gegangen. Ja, also den kann ich wirklich nur empfehlen, der ist echt top. Und man tut was für die Umwelt, natürlich. So, dann habe ich hier von John Frieda, zauberhafte Leichtigkeit, Conditioner für feines, strohiges Haar, mega Knaller. Ich liebe diese Conditioner von John Frieda. 3,99 kostet der bei TK Maxx. Ich habe ihn jetzt aber schon oft leider nicht mehr gesehen. Jedes Mal, wenn ich da bin, gucke ich in der Ecke, aber da haben sie keins mehr gehabt für das Geld. Nicht für 3,99 nehme ich mir immer gerne mal 2 Tuben mit. Eine habe ich noch, weil die kosten nämlich sonst 6,99 € im Handel. Kann ich euch empfehlen. Mega toll. Mega geiler Conditioner. Also solltet ihr den auch bei DM, ja gut, dann bezahlt man halt mal 6,99 €, ne, wenn man wirklich nicht zum TK Maxx kommt oder keinen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann einmal bei Lea erfrischen Reinigungstücher 3 in 1. Ist leer gegangen. Die habe ich ja immer gerne hier liegen für meine Swatches. Die sind nämlich sehr gut. Sind auch feucht genug, um die Swatches nämlich wieder wegzubekommen. Dann ist leer gegangen Credo Hornhaut Safety Klingen. Ja, sollte man ja eigentlich für Hornhaut wegmachen nicht nehmen, aber manchmal geht es nicht anders. Das sind dann wirklich solche Klingen und manchmal brauche ich die für was Hartnäckiges. Also ich habe auch keinen Bock mehr da stundenlang mit diesem elektrischen Ding mehr da, weil das bringt einfach bei mir nichts. Deswegen habe ich die eigentlich immer im Haus. Dann ja, einmal Kosmetiktücher, die sind leer gegangen. Das waren diesmal mit Herzchen drauf. Hier hatte ich hier bei mir liegen. Genau, die zeigen wir ja gleich. Dann einmal hatten wir Isana Badesalz Traumzeit, genau, mit Lavendelöl. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm, wenn man das im Sommer gebraucht. Also war echt vom Geduft her und schönes lilanes Bad hatte man dann. Dann einmal Toilettenhängeding. Das war diesmal der Blauspüler Flower Splash. Da sind ja immer so 2 Stück drin. Die nehme ich ganz gerne. A, machen die blaues Wasser. Das mag ich. Und die riechen sehr gut. Ja. Also, da kann ich nichts verkehrt machen. Dann ist noch leer gegangen BB Samtig. Samtig. Samtig weich. Soft Shower Cream mit sanftem Duft für trockene Haut. Ich glaube, das habe ich jetzt schon das 2. oder 3. Mal leer gemacht. Also wir, Monique und ich. Möchte ich aber jetzt erstmal nicht mehr haben. Ich kann den Geruch erstmal nicht mehr ertragen. Irgendwie, weiß ich nicht. Also, erstmal nicht. Wenn ihr den 2- oder 3-mal habt, dann ist irgendwann genug. Glaubt mir das. Eine
meine Seife habe ich leer gemacht von Balea Limited Edition Vamos a la Playa. Na? Mit Wassermelonenextrakt und dem Duft von Drachenfrucht und Mango. Ich habe ja so diesen Seifenspender und ja. Obwohl ich ja auch bei der Seife so ein Limited Edition Fan bin, ne? Die kaufe ich mir trotzdem. Eigentlich sollte man einen Nachfüllpack holen, wenn man schon sowas zum Auffüllen hat, aber ja. Dann einmal, ja, wie immer, Schmutzradierer. Ich habe schon drauf geschrieben, ich brauche dreimal Schmutzradierer, weil ich meine Couch demnächst sauber machen will. Es gibt ja diese Geräte, die man auch leihen kann bei DM oder beim Rossmann. Kosten aber, glaube ich, im Moment 200 Euro an Pfand. Kriegst du ja wieder, ne? Da kriegt man natürlich die Couch mit sauber. Aber ich möchte jetzt erstmal damit drüber gehen. Und wenn ich es dann halt nicht hinbekomme, werde ich mir den, glaube ich, dann doch ausleihen. Ja. Dann einmal so sanft und sicher. Feuchtes Toilettenpapier, 50 Tücher Golden Soul, eine Limited Edition. Das ist dann immer so ein Dreierpack. Und die riechen richtig gut. Also da kann ich echt nur empfehlen, diese Limited Editions mal zu kaufen. Die sind auch schön groß, die Tücher. Und reißen auch nicht ein, wenn du dir den Pöppis abwischst, ne? Ja. Dann hatten sie im Angebot... Ist da noch einer drin? Nee. Im Angebot, dann kaufe ich mir die immer ganz gerne. So ein Schnupperangebot. Testgröße, ne? Steht ja drauf. Limitierte Testgröße von Persil hatten sie bei uns beim Lidl. 4-in-1-Disk, Tiefenrein, Vollwaschmittel sind 12 Wäschen. 2 Euro. Ich glaube 2,79 müssen die gekostet haben. Ja, und ich finde, dann kann man sich die auch mal gönnen, die etwas teureren. Also Marke. Dann, ja, einmal 00 WC Aktivgel 4-in-1. Für mich der beste WC-Reiniger überhaupt. Damit reinigen wir auch unsere Badewanne. Muss man allerdings aufpassen. Finde ich immer noch am besten. Also WC-Ente. Ne, WC-Aktivgel ohne Ente. Aber ist das nicht eigentlich nur die Ente? Naja. So, weiter geht die lustige Fahrt hier bei uns. Einmal Isana Badeperlen Love Without Limits mit Macadamiaöl. Ja, die haben echt so schön nach Himbeere gerochen. Das war schön, auch das Bad. Dann noch ein Bad, Isana Urea Badesalz, kleine Auszeit mit Kokos und Vanilleduft. Ich mag das. Kokos und Vanille kriegt man nicht immer mit. Dann, das hatte ich von meiner Schwester geschenkt bekommen zum Geburtstag von Orinique. French Grape Luxury Creme Dusche mit Traubenkernöl, geschmeidiges Hautgefühl, weiße Traube und Iris. Das war sehr, sehr gut. Das war vom Geruch her gut, es war von der Pflege her. Ja, das war richtig, richtig toll. Also das habe ich unheimlich gerne benutzt. Ja, netter Kontakt, gerne wieder. Leer gegangen ist einmal die Sensitiv Dontodent Rundumschutz für empfindliche Zähne. Oh, habe ich im Moment hier unten. Oh, aber nur, wenn Heißes dran kommt. Ja, und nur hier unten. Ich kann alles andere essen. Kalt, süß, blibla, blub, hart. Merke ich gar nichts. Aber habe schon geguckt, Loch ist nicht. Einfach nur, ich habe unheimlich empfindliche Zähne, weil mein Zahnfleisch eigentlich viel zu weit schon weggegangen ist. Deswegen empfinde ich jetzt Zahnhälse. Und dann gehe ich, hey, der Witzka. Aber bei sowas hilft dann auch diese Sensitivzahnpasten. Dann, ja, meine Seife Lavendel von St. Bernhard. Mit Stückchen diesmal. Ja, das ist im Moment die Seife, die der Experte in seiner Dusche liegen hat. Ja, oben auf dem Krabum, Krabem, da. Ja, da habe ich mir natürlich noch mal eins geholt. Noch eine limitierte Testgröße von Persil. Denn schon. Dann einmal Always Ultra, genau. Dreimalschutz, Big Pack. Die gab es früher mal beim DM auch. Ohne Flügel. Ich hasse Flügel. Monique liebt Flügel, ich hasse Flügel. Ich hole die immer ohne Flügel. Habe ich sie mal mit Flügel, schneide ich die ab mit einer Schere. Und die ohne Flügel kriegt man nämlich nur beim Rossmann. Ja, und da nehme ich mir die dann halt immer mit, wenn ich da bin. Dann einmal nochmal diese Isana Badeperlen Love
leer gegangen. Dann habe ich hier einmal Always Slipperlagen. Die gehören für mich wie das tägliche Brot dazu. Dann habe ich einmal leer gemacht die The Body Shop Shea Body Butter. Nee, die war nix. Also vom Geruch her war die überhaupt nix. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe sie leer gemacht. Sie ist sehr fest, Body Butter, ja. Sehr reichhaltig, aber der Geruch war abturnt. Also der war nix. Also dieses hier, nee. Nee, also da, nee. Nein, danke. So, dann einmal die W5 Spültücher. Die kannst du auch in eine Tonne kloppen. Die Topfschwämme. Habe ich mir extra mitgenommen, nur weil ich die geschenkt bekommen habe. Mit der Lidl-App. Also Lidl-App. Lädt es euch runter. Sie, ihr könnt echt Schnäppchen machen. Ich habe nämlich auch jetzt gesehen, bei der lieben Lisa Schnapper, genau. Die hat macht ja auch immer so Food Hauls und die hat ja jetzt noch eine kleine Tochter bekommen. Und da kann man auch in der Lidl-App sich anmelden, wenn man kleine Kinder hat. Und dann kriegt man auch was geschenkt zu dem zum Geburtstag. Und ich glaube auch so ein Starter-Pack und so. Also falls ihr kleine Kinder habt, guckt ihr mal rein. Und bei Lisa Schnapper guckt ihr echt mal rein. Sie ist einfach toll. Ja, und der folge ich auch auf Instagram und gucke mir jetzt so ihr täglichen Wahnsinn an. So, dann habe ich einmal von Axe Wild Mojito und Cesar Wood. Ja, Experte. Er mag Axe. Ja, also er hat Axe wirklich lieben gelernt. Er mag dieses Deo. Ja, in verschiedenen Sorten. Dann ist nochmal der Gang Palmolive, Handspülmittel. Also ich wechsle da immer gerne auch, gerade wo ich bin. Ne? Bei DM hole ich eigentlich immer nur dies, weil das genauso viel kostet wie das günstige. Dann nehme ich doch gerne Palmolive. Oh, eine Blase. Und dann einmal von Denk mit Weichspüler. Also den kann ich auch empfehlen, wenn man es etwas günstiger haben möchte. Sanft, frische. Ja, der roch auch ganz gut. Allerdings ist mir mal aufgefallen, wenn du Marke an Weichspüler hast. Oh, fällt die länger runter. Marke an Weichspüler hast, riechst du länger was, wenn die Wäsche getrocknet ist, als diese. Also, dann sollte man vielleicht doch ein paar Cent mehr bezahlen. Naja. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was hier in der Tasche. Dann einmal von Rituals auf Samurai. Genau, das Deo ist auch leer gegangen. Das war Davids Deo. Er fand das richtig toll, diese Rituals-Reihe. Ja, hat jetzt Mamas Deo und ich glaube, im Moment hat er die Dusche oder so. Auf jeden Fall ist er da begeistert von. Ja, Rituals kann man auch begeistert von sein. Dann einmal Melisse festes Haarshampoo. Ja, das nehme ich im Moment zum Pinselreinigen. Ja, ist ganz gut. Ja. Dann einmal Schauma Fresh It Up Shampoo mit Passionsfruchtextrakt ist leer gegangen. Das habe ich benutzt. Fand ich sehr gut von der Pflege her. Ich hatte jetzt, glaube ich, aber nicht die passende Spülung dabei. Fand ich jetzt nicht schlimm. Aber so von der Pflege her war es sehr gut. Und Schauma ist einfach eine gute Marke. Da kannst du nichts sagen. Ne? Dann, ja, meine geliebte Tagescreme. V-Sun Don't Blush 30 UVA, UVB Schutz. Ist schon einmal leer gegangen. Die benutze ich ja wirklich, wenn die Sonne knallt ohne Ende. Und auf der Arbeit. Ist nämlich der beste Schutz bei minus 24 Grad, Leute. Ich habe noch zwei im Backup. Weil ich sie geschickt kriege von euch. Und das finde ich so zuckersüß. Dankeschön. Dann habe ich leer gemacht. Einmal Denk mit Glasreiniger. Da habe ich dann halt so einen Nachfüllpack geholt. Ne? So ein Konzentrat. So, dann haben wir Masken, Masken, Masken. Isana Med Shampoo Anti-Schuppen, Koffein und Menthol. Habe ich mal geholt für Monique. Ist auch leer gegangen. Und also mir ist es jetzt wirklich mal aufgefallen, wenn ihr zu Schuppen neigt, wechselt die Shampoos. Nicht immer beim gleichen bleiben, dann kommen nämlich die Shampoos wieder. Und die Schuppen. Also ich wechsle da immer und da fahren wir sehr gut mit. Dann ist leer gegangen mein New Hair Keratin Conditioner. Das war gut. Das war richtig gut. Habe ich geschickt gekriegt in ein Zuschauerpaket. Für trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar. Also das war richtig, richtig geil. Ja, gute Pflege.
Kneipp-Aroma-Pflegestuße. Oh, ich kann nicht mehr sprechen. Pflegedusche. Sei frei, verrückt und glücklich. Das war gut. Vom Geruch auch her. Ja, gut, ist ein Duschgel, ne? Nichts Besonderes jetzt, aber vom Geruch war das so richtig schön nach Apfelsine. Das fand ich richtig gut. Ja. Und einmal Dresdner Essenz, Dreckspatz, träum gut mit Schaumbergen und natürlichen Duftstoffen. Lavendel, Duftschaumband. So, mal eben meine Tasche hier hochholen. Komme ich besser dran. Ich habe endlich mal eine Handcreme leer. Ich habe eine Handcreme leer gemacht. Ihr glaubt das nicht. Geh mal in mein Badezimmer. Da stehen, glaube ich, 8 oder 9 Tuben Handcreme. Also, wer ein Tauschpaket mit mir machen will und der packt Handcreme da rein. Und ein Zuschauerpaket, den hau ich ein. Denn ich will gar nicht. Ich habe genug. Ich muss aufbrauchen. Aber die war schön. Die Rosé-Handcreme war schön. Die hatte ich jetzt immer im Wohnzimmer stehen auf dem Tisch, damit ich mir auch die Hände eincreme. Die zog schnell ein, weil ich mag das nicht, wenn die überhaupt nicht einzieht und bappt und so. Hat gut gepflegt. Also eine richtig schöne Handcreme. Und wir haben eine Tube leer gemacht. Yay! Ja, Bodylotion Brubaker Cranberry. Die fand ich jetzt nicht so toll. Nein. Also die war nix. Nee, die hat gebappt und war zu... meine Haut hat da überhaupt nicht geatmet. Das war nicht schön. Dann noch einmal der 00 WC Reiniger. Und einmal die Yessa. Ja, da haben wir sie. Mit Flügeln, nicht? Ja. Die sind auch leer gegangen. Und ich sag meinen Leuten ja immer, schmeißt mir einfach alles hier rein. Ist doch egal. Dann einmal ist leer gegangen, Schauma kräftigt und pflegt Carbonkraft 5 Shampoo mit Koffein für den Mann von heute. Ja, ist endlich mal leer gegangen. Ihr seht schon, das ist gekrisselt hier, ne? War ein bisschen länger in der Dusche. Ja, da wird dann halt auch nie zugegriffen, ne? Aber jetzt ist es dann auch mal leer. Isana Deo Spray Love Without Limits hat passend zur... Badesalz. Ja, ist leer gegangen. Das war Monique's Deo. Hat gut geschützt. Hauptsache stinkt sich nach Schweiß, ne? So. Ich muss mal eben hier rausholen aus meiner Tasche. Weil die haben wir nämlich bestimmt noch aussortiert. Aber hier haben wir noch. Kleinen Moment. Ich bin gleich soweit. So, Tasche ist leer. Dann habe ich leer gemacht, benutze ich ja regelmäßig diese Arganöl-Haarkur. Einmal leer. Dann einmal in Mandarine, ist von Swiss Opal, ne? Kostet glaube ich 60 Cent, 70 Cent. Hat aber 50 Cent gekostet. Hatte, hätte, Fahrradkette. Dann noch das Pferdemark, die Haarkur. Und diese Haarkuren tun meinem Haar echt, echt sehr, sehr gut. Und noch mal Arganöl-Haarkur. Jo. Dann von Nyx. Dieses Körperöl, genau. Multifunktionstrockenöl, Gesicht, Körper, Haar. Das habe ich als Bodyöl genommen. Das war richtig toll. Das war im Adventskalender von, ich glaube, der My Little Box. Ich fand es mega. Mega gut, habe ich sehr gerne benutzt. Schnell eingezogen, hat nicht irgendwie einen Film hinterlassen. Schönes Schätzchen, Leute, schönes Schätzchen. So, ich sehe, 19 Minuten sind um. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bin mal gespannt, ob mein Akku noch hält. Schauen wir mal. Dann ist noch leer gegangen Deep Sleep Pillow Spray. Der Akku leuchtet, ich werde bekloppt. Wenn man vom Deibel spricht, so, dann ist er nicht weit. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich bin gleich wieder da, wechsle mal eben den Akku und dann kommen wir hier mit großen Schritten zum Finale. Frischer Akku, frisches Glück. Also, Deep Sleep Pillow Spray. Ja, das ist schön, ne? Schön nach Lavendel, dann auf dem Kopfkissen. Das ist schon schön zum Einschlafen und so. Ja, finde ich das nicht schlecht. Obwohl im Sommer ist es etwas bedrückend. Also eher im Winter machen. Dann ist leer gegangen ein Toilettensprüh von Glade Relaxing Zen. Und einmal Tropical Blossom. Also beides schöne Düfte fürs Klo.
Dann ist ein Vitamin C Serum leer gegangen. Das fand ich sehr, sehr gut von eCookie. War zwar halt nur so ein kleiner Pinörpel, ne? Aber ich müsste eher abends schon gucken. War geil. Tolles Serum und ich liebe Serien. Upsa. Dann einmal Parfümöl Winterfrüchte habe ich leer gemacht. Jo. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Aussortiert. Oder nein, wir machen erstmal die Masken. Die Isana-Tuchmaske Schein habe ich ausprobiert. Die war richtig gut aus einer Maskenwoche von mir. Dann einmal die Isana Verwöhnmaske. Habe ich hinterher geschrieben, ach nö, also dann lasst sie besser weg. Die aufpolsternde Maske von L'Oreal, eine gute Maske habe ich hintergeschrieben. Dann noch Balea Tuchmaske Set Your Mind Free Limited Edition. Gut, aber es gibt bessere, 2-. Die war klasse, das weiß ich noch. Isana Tuchmaske Butterfly. Toller Geruch, tolle Pflege, 1+. Ja, was willst du mehr, ne? Dann habe ich noch von Sisters MI die Retinol Tuchmaske gemacht. Super. Habe ich hinten drauf stehen. Und die Rata & Co. New Zealand Naturals Maske. Nee, die war nix. Verwirrende Farbe, toller Geruch, Verlierer der Woche. Schwarzes Serum. Nein, das versaut dir deine Brüten, deine ganzen Klamotten. Ja, das geht doch nicht. Mm-mm. So, dann habe ich aussortiert. Aussortiert habe ich hier von Coralie dieses Haarband. Habe ich getestet in einer Maskenwoche. Ganz grausam. Ganz grausam. Kommt weg, also das ist nix. Das will ich auch nicht weiter verschenken oder irgendwie sowas, weil das ist einfach nix. Das taucht in eine Suppe nicht. Also weg. Dann von Balea feste Body Butter Magic in the Air. Ist noch aus dem Adventskalender. Kommt jetzt auch weg. Das war so ein Weihnachtsmann, ne? Warte mal, oder? Nee, ein Schneemann. Schneemann, aber das schnitzt schon vor sich hin. Also auch weg. Dann habe ich aussortiert von Well Max Hyaluron Anti-Age Day and Night Perfect ein Augengel. Ich mag diese Gele nicht. Ich zeige es euch mal. Ich mag diese. Ach nee, guck mal, den habe ich sogar leer gemacht. Aber ich mag einfach nicht so gerne diese Gele. Ihr wisst, was ich meine, hier diese hier, ne? Ich habe lieber Creme. Augencreme. Also diese Gele mag ich nicht, aber das habe ich leer gemacht. Okay, ich dachte schon, das hätte ich aussortiert. Ja, was war ja nie. Aussortiert habe ich aber noch diese beiden Highlighter von Vegas Cosmetics. Einmal Skin Finish Highlighter Holographic Effekt und einmal den Glow Effekt. Die sind schon so lange bei mir. Die rochen seit Anfang an nicht gut, aber sie waren schöne Highlighter. Sehr schön, aber die sind schon so lange bei mir. Die müssen jetzt auch mal auswandern. So, dann sind wir fertig damit und dann kommen wir hier zu, wer kann es gebrauchen? Alle, die neu bei mir sind, ich erkläre es nochmal. Hier sind 5 Dinge, die bei mir nicht funktioniert haben. Die gebe ich gerne an jemanden weiter, anstatt sie wegzuschmeißen. Ich finde, das macht Sinn. Und ja, vielleicht hat ein anderer mehr Spaß damit. Das funktioniert, weiß ich ja nicht, ne? Und es sind immer halt 5 Sachen hier drin. Und falls ihr Interesse habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, woran ihr Interesse habt. Und dann wird es eine große Verlosung geben. Und dann gucken wir mal, wer die 5 Dinge bekommt. Im Moment läuft es immer ganz gut. Da bekommt irgendwie jeder was. So, hier ist es drin in einer Glossybox. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die 5 Dinge und dann sind wir durch. Also, einmal ist dabei, wir fangen an mit einem Primer. Von Obsessional Primer Brightening, der war mir A zu dunkel und B ist das so ein porenverfeinender Primer und einfach nicht so meins. Nee, also der ist einmal dabei. Ich stelle ihn hier hin, dann könnt ihr das noch sehen, den Primer. Dann machen wir gleich weiter in der Reihe. Von Altera Naturkosmetik Natural Perfection Make-up. Hat irgendwie nicht bei mir funktioniert. In der Farbe 01 Light. Ich mache es mal auf. Das ist jetzt die hellste Farbe. Das ist mit so einem Pumper. So die,
Also ich finde, die Verpackung ist super klasse, ne? Aber hat leider nicht bei mir funktioniert. Aber falls ihr sie haben wollt, gerne reinschreiben. So, dann kommen wir zum Rouge. Da habe ich einen Blush drin von Essence Wonderful Pink and Proud. Das ist ein Baked Blush Lighter. Ja, genau. In der Farbe 01 Believe in Yourself. Der gebackene Blushleiter vereint Rouge und Highlighter in einer sanftig weichen Textur mit goldenen Schimmerpartikeln. Das ist mir einfach, ich mag nicht. Entweder oder. Entweder bist du dies oder bist du das. Aber mit diesen Blushleitern kann ich irgendwie nicht so wirklich was mit anfangen. Deswegen wandert der weiter. So, dann habe ich noch hier von Essence Hydra Matte Lipstick in der Farbe 402 Honey Styly. Das sind diese pinken, ne, die es jetzt auch da im Laden gibt. Den hatte ich einmal gebraucht. Ich habe alles desinfiziert. Aber das ist überhaupt nicht meine Farbe, ne? Das ist so Kackerfarbe. Also nicht meins. Es gibt Menschen, denen steht das Braun unheimlich gut auf den Lippen. Also wie gesagt, desinfiziert alles, ne? Also ist nicht meins mit dem Lippi, die Farbe. Und zu guter Letzt habe ich natürlich wieder auch eine Palette hier für euch von Trend It Up. Von DM, die Cosmic Crystals Eyeshadow Palette. Ja, die hat so gar nicht bei mir funktioniert. 9 Farben sind da drin. Pigment, ja, also es sind schöne Farben. So ist das nicht. Es ist alles so Glitzer, Glitzer, Tralala. Aber hat bei mir nicht geklappt. Ja, das ist mir zu wenig. Die sind mir einfach zu pastellig. Und aber ich denke, sie wird einen guten Platz irgendwo bei jemandem zu Hause finden, die Cosmic Crystals Palette von Trend It Up. Also wie gesagt, falls ihr daran dann Interesse habt, schreibt es mir einfach unten in die Infobox mit einem lieben Kommentar dabei. Und ihr seid bei der Verlosung der 5 Dinge dabei. Ja, das war mein Aufgebraucht für den Monat Mai, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin jetzt froh, wenn ich hier raus bin. Das ist nämlich warm hier im Zimmer. Und ich werde jetzt den ganzen Müll wegpacken. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr zum nächsten Video. Also, bis dann. Ciao.